So, wir sind wieder auf dem Airship gelandet Among Us. und machen weiter bei Among Us. Und Ich dachte, wir spielen ja, TTT. viel mehr gibt es nicht zu sagen. Legen wir direkt Ich bin los. Inno! Also ich bin Minecraft. Ich bin Ich bin Detective. Ich bin Detective. Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin auch Detective. Ich identifiziere mich selber als Detective. Wenn einer Detective ist, dann Conan. So, Gomme Mode ist an. Also, jetzt geht Gerne. hier. Von mir. Das schmeckt. Okay, wir machen Tasks. Wir starten im Cargo Bay. Ah, oh, das war eine ganz gute Wahl. Das ist der falsche. Das ist der richtige. Hallo? Sehr gut. Müll? Müll? Ich finde das super, wie es einfach zählt, wenn man es wieder da rein, da reinfallen lässt. Großartig. Ja, wir haben eine Task weniger, weil jetzt große Map und so, ne? Damals die Task wieder ein bisschen reduziert. Aber nur ein bisschen. Es sind eigentlich noch genug Tasks dabei. War hier gerade jemand? Ich glaube, Benny war hier, ne? Ja, Benny sitzt da oben, okay. Macht jetzt auch Müll. Oh, ich kann gleich wieder da hochlaufen. Chillig. Sehan, Rasierer. Und gestartet bin ich mit Reggie. Rasierer. Sehan. Reggie mal. Oh nein, er hat für. Er hat gerade. Oh nein, er hat gerade noch. Er hat gerade noch zu uns gesagt. Wenn er den Tresor bekommt, werden wir es nicht schaffen, weil er kann den nicht. Und wir haben ihn gerade noch versucht, so ein bisschen zu erklären, wie er geht, also außerhalb der Aufnahme. Und jetzt hat er einfach wirklich den Tresor. Wie gut ist das denn? Das ist ja Gold. Das ist ja einfach Gold. Oh mein Gott, das ist ja großartig. Da muss ich ja fast gucken, ob er immer noch am Tresor steht. Das ist so gemein. Okay. Das ist Ich echt check die gemein. Task immer noch nicht. Ich hab mich gerade so beömmelt, als ich gesehen habe, dass du am Tresor stehst. Jetzt dachte ich so, ich guck mal zurück, ob er denn immer noch den Task machen muss und er ist einfach tot. Tut mir leid, das ist jetzt eine Frage, wenn ich tot bin, aber also wenn ich das zweimal gedreht habe, muss ich dann noch irgendwie das andere Rad drehen? Ja, ich glaube schon. Ja. Weil Ja. du musst den Tresor ja auch noch öffnen. Genau, Ich du krieg's musst nicht ihn hin. also nach. Genau, Nachdem du es dreimal gedreht hast, dann musst du auf das Rad klicken und dann öffnet sich der Tresor, genau. richtig. Aber Genau. ich habe mich gerade so beömmelt. Ja, also Rasierer liegt. Quatsch. Ich bin ruhig. Reggie liegt am Was? Tresor. Reggie liegt am Okay. Tresor. Ich hab, also ich war vor, keine Ahnung, 30 Sekunden noch beim Tresor, Ja, da hatte ich richtig. Du warst Conan. da, während ich runter zu Medical gelaufen bin. Genau, da hatte ich Conan gesehen, allerdings, genau, dann war ich wieder hochgegangen und da hatte ich Rasierer und Benny gesehen, die, glaube ich, gerade an dem Genau. Wiring standen. Und dann bin ich Genau. ganz herum und musste auf dem Weg noch drei Türen aufmachen, wieder zum Gap Room gegangen, weil ich da den Code eingegeben habe. So zur Ja, ich bin Seite dann von mit dem Gap Conan Room. weiter zur Bist Electrical ja, gegangen, wie Rasierer, aber wo bist du, da nachdem ist du auf den ein. Toiletten warst? Also ich bin runter zum Benny, da habe ich Wires Was gemacht und sagt? dann wollte ich hochgehen und die Comms endlich mal fixen, weil ich weiß nicht, was für Aufgaben ich noch hatte. Bin hoch zum Archiv und Ich wollte jetzt wusste nach es Dings. auswendig. Aber was sage ich? Entschuldigung, was sage ich? 30 Sekunden, das ist länger her, dass wir uns beim Tresor gesehen haben, Conan. Das ist locker eine Minute her. Wollt ihr eigentlich wissen, wo Nikos Leiche liegt? Nee. Okay. Nico ist Hast du die auch gefunden, tot. oder? Oh. Nico ist auch Stimmt, tot, ja. nicht Wo Damn. liegt er denn? Wo liegt er denn? Zwischen Cockpit und Engine Room unter Communications Woher in weißt diesem du jetzt, kleinen wo Durchgang. Nico Okay. liegt? Warum Ja, weil ich ihn hast du gesehen, den nicht weil reportet? ich dann, ja, weil ich vorher, ich bin einfach dran vorbeigelaufen. Wieso report? Hä? Ja, ich weiß nicht. Ich habe einfach, ich wollte noch vorher die sabotierten Comms einfach reparieren. Okay. Ja, okay, Hast du gut, sie macht Sinn. repariert? Das heißt aber jetzt, der Imposter hatte genug. Das, der Reggie Kill muss der zweite gewesen sein. Möglich, ja. Self-Mord. Ich gehe davon aus, dass der Reggie Kill der zweite war, ja.
ich wollte zur Cargo, weil ich da doch so viel... Oh nee, wir müssen immer noch Com fixen, das ist doch Müll. Hatte ich hier irgendwo irgendwas? Nee. Hatte ich hier was? Nee. Okay, wir gehen erstmal Com fixen, sonst schaffen wir... Okay, jetzt ist es gefixt. Jetzt hat es halt bei mir einfach direkt geklappt. Hey, ich muss gar nicht zu Cargo, war nicht das Licht von Cargo? Aber ich hab's jetzt. Hat das Licht nicht unten Cargo angezeigt? Dann habe ich mich da irgendwie komplett vertan. Okay, ist in Ordnung. Dann habe ich mich da irgendwie komplett vertan. Ah, dann war es vielleicht Gap Room. Ich hab Gap Room wie Cargo gelernt. Ja, okay, das ergibt Sinn. Dann war es Gap Room. Ich will nicht Xehan verfolgen. Das ist eine schlechte Idee. Ich muss Tasks machen, sonst brauche ich ja für die Tasks wieder ewig. Wir müssen jetzt halt nur hoffen, dass nicht noch schnell Kills passieren. Hier muss ich den Upload machen, naja. Soll ich da jetzt hochrennen? Ich bin so weit weg. Okay, gut. Okay, wir gucken mal kurz Kameras. Vielleicht sehen wir zufällig irgendwas Lustiges. Benny ist beim Kristall. Hopchu. Guckt mit mir Kameras. Benny geht beim Kristall raus, okay. Ha. Hat er gerade den Report-Button aufgeblendet? Nee, war Einbildung. Ich dachte, der Report-Button hat kurz aufgeleuchtet. Xehan ist jetzt hier wieder. Okay. Wo war... Wo? Wahrscheinlich, weil es dunkel war, habe ich nichts gesehen, ne? Na gut. Weil es dunkel war, habe ich nichts... Jetzt wird es aber kritisch. Jetzt bin ich für einen Kill. Ein Kill fehlt ihm noch, ne? Wird jetzt kritisch. Wird jetzt sehr kritisch. Ich hab halt da noch drei Tasks, mehr kann ich jetzt nicht mehr machen. Muss ich jetzt halt mit meinen Tasks beeilen? Ach du Scheiße. Also sobald er noch einen Kill hat, war es das. Oder braucht er noch zwei? Ich weiß es nicht. Egal, ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich hier durchkomme. Sind jetzt noch vier oder noch drei übrig? Okay. Vier. Okay, er braucht noch zwei Kills. Der lag alles im gut. Alles Engine gut. Room in der Mitte. Alles gut. Ich habe den noch gesehen gehabt. Ich war, ich musste den Datenupload machen und habe den ganz unten links gemacht. Und als ich, also ich musste dann von ganz unten links rüber zur Electrical und auf dem Weg dahin in der Küche kam mir Conan noch entgegen. Das heißt also, wahrscheinlich ist er dann von da aus nach oben gegangen und dann nach rechts und dann im Engine Room ist er seinem Killer begegnet. Ich bin mir außerdem ziemlich sicher, dass es nicht Robchu war, weil ungefähr da, wo der Kill gewesen sein muss, ist er mir in Security entgegengekommen. Das ist relativ rechts mit bei mir. Genau, der ist mir in Security, also Robchu war mir in Security entgegengekommen und dann nochmal in Electrical eine Minute später. Das heißt also, ich vermute, dass er es nicht war. Also ich bin mit Tast durch und habe jetzt am Ende noch Optual gesehen. Ich bin mal wieder noch nicht mit Tast durch, deswegen brauche ich noch eine Weile, aber auch nicht mehr so lange, glaube ich. Ich habe noch was im Tagungsraum noch bei diesem Code eingeben und ich muss im Cockpit noch eine Stromumleitung annehmen. Das kriegt man eigentlich in einer halben Minute hin. Also ich würde sagen, wenn wir nicht über Tast gewinnen, liegt es nicht an mir. Aber was machen wir jetzt? Skippen wir oder... Ich müsste mich jetzt für Rasierer oder Benny entscheiden aus meiner Perspektive, dass es mir zu unsafe ich skippe. Na gut. Ich sag, das gewinnen wir über Tass. Wen nimmst du überhaupt? Ich hab geskippt. Ich hab tatsächlich nichts beizutragen, leider. Ich hab nur im Norden noch Tasks offen, Stand jetzt. Okay. Ja. So. Ja, ich bin eh geistig, komme am schnellsten so hoch. Alles andere ist egal.
54740. Und das war's. Alle Tasks erledigt. So zeigt es mir jetzt eigentlich den Kollegen an, so als ob ich da irgendwas tun könnte. So, Pfeil so, ey, hier, mach das, löse, aber geht nicht. Geht nicht, Pfeil, lass mich in Ruhe, Pfeil. Was willst du mir hier unten zeigen, Pfeil? Ja, kann Lights nicht fixen, ich würde ja. Ich würde Lights ja fixen. Nice. Victory! Wer war denn der Böse? Ich hab ihn gerade beschützt. Rasierer. Ja, ich hab beschützt gerade. Stark, Nico. Rasierer, stark. Nice. Ach, Rasierer, okay. Aber ich konnte ja vorher... Das Ding ist, Rasierer, du hast so gut gespielt, dass ich, obwohl ich ja direkt am Anfang gestorben bin und Schutzengel war... nach den nächsten zwei Kills immer noch nicht wusste, dass du es bist, weil ich habe zwischendurch meine Task gemacht und dich dann wieder verfolgt und dann warst du nie sass. Also du bist stark. Irgendwie also, habe ich... Achso, du dachtest, er wäre Shapeshifter. Ja, ja, ich habe dann extra im Chat gefragt, weil ich dann echt dachte, es war ein Shapeshifter, weil jedes Mal, wo ich Rasierer dann beobachtet habe als Schutzengel, hat er dann einfach nichts gemacht so und stand immer bei den Tasks und so, obwohl er kein anderer in der Nähe war. Habe ich doch wahrscheinlich gerade sabotiert, ja. Ich bin am Anfang wirklich direkt am Tresor gespawnt und bin dann direkt dahin. Weiße, was mache ich jetzt? Ich habe viel zu viel reingedacht scheinbar. Ich habe mich so amüsiert, dass du den Tresor direkt hattest, weil du dich noch zu schön vorher so, wenn ich den Tresor bekomme, dann schaffen wir die. Hey, er hat es geschafft, ne? Ja, weil ich ein YouTube-Video zu Hilfe gezogen habe. Kann ich nachvollziehen. Ja, am Anfang die ersten, das sieht man ja auch in meinem Let's Play, die ersten Parts hatte ich auch Probleme mit dem Tresor. Braucht auch eine Weile, bis ich es gecheckt habe. Ja, Er Schöp hat echt ein paar beschissene Tasks da, wo man schon... Ja. Ich bin froh, dass ich die Mülleimer in der Runde nicht hatte. Ja, das stimmt. Im echten Leben Müll rausbringen ist weniger nervig als im Müll rausbringen im Morgen erst. Ja. Aber dann Rasierer warst du tatsächlich, weil ich dich ja gefragt habe, wo warst du nach den Toiletten, dann bist du zu Edge und hast ihn gekillt. Oh. Müllreinigung im echten Leben rausbringen ist super, besonders wenn die Stadtreinigung Hamburg zu faul ist, dir was anderes hinzustellen als eine riesige Restmülltonne vor der Tür und dir sagt, dass man da alles reinwerfen soll. Ich so, okay. Mülltrennung ist hier scheinbar nicht. Ja. Mülltrennung ist recht. Keine Ahnung. Also geht's mal weiter hier. Ja, okay, dann weiter. Weiter. Aber um deine Küche zu stehen. Nein, das habe ich mein Setup nicht fertig. Ach shit. Geil. Jetzt seh ich voll scheiße aus. Okay, let's go, Imposter. Schade. Sieht doch immer gut aus. Okay, wir haben diese blöden Balkonaufgabe. Dann machen wir die doch gleich mal. Weil ich muss mir den Code anschauen, egal wo ich später lande. Okay, Sechseck, Dreieck, Sechseck, Dreieck. Okay, das ist easy. Das ist super easy. Okay, dann machen wir erstmal die Geschichte. Rasierer und Benny sind da runtergelaufen. Beide noch am Leben. Wir müssen zu Cockpit nachher mit dem Licht. Also es ist nicht Licht, das ist halt Dings. Oh ne. Hier geht's nicht längs. Hier geht's auch nicht längs. Oh mein Gott, Robcho sieht ja steil. Schau. Nice. Hä? Was habe ich denn da gerade ausgelöst? Was ist denn das da? Hä? Was war das gerade für ein Rad? Ach, das da! Ups, wie geht das? Nee! Andere Richtung. Jetzt verstehe ich, wie das geht. 12,55. Alter, das dauert ja 3 Jahre.
Oh mein Gott, das dauert ja gefühlt 3 Jahre. Simsong. Jemals dieses Radio-Task? Ich kann mich an das nicht erinnern, dass es das jemals gab, ne? Ich kann mich einfach nicht dran erinnern. Wer ist da jetzt gerade runtergelaufen? Ach, wieder Robchu. Okay. Also, die wirken bisher alle nicht so sass, muss ich sagen. Die wirken bisher alle nicht so sass. Also, Benny, Robchu, Rasierer... Eigentlich alles cool. Oh, ist das hier? Nee, ach, da drüben ist das. Ach, das ist das, was ich da unten gestartet habe. Ja, wo ich gesagt habe, ich muss ins Cockpit. Genau. Okay, damit ist das auch durch. Volt müssen wir einmal gehen. Das können wir jetzt gleich erledigen. Wo muss ich denn hin? Ah. Robchu ist wieder am Start. Okay, gehen wir gleich zum Meeting Room hoch, weil da ist man so selten. Reggie sehe ich gerade zum ersten Mal. Reggie sehe ich gerade zum ersten Mal. Wieder Rasierer. Okay. Jetzt noch da unten. Xehan sehe ich auch gerade zum ersten Mal. Oh, wir kommen nicht rüber. Das ist doch Müll. Okay, dann gebe ich aber gleich mal den Code ein. Da komme ich jetzt nämlich eh dran vorbei. Ja, da komme ich jetzt als erstes hin. Ich gucke nur kurz hier ein bisschen rein, um zu schauen, ob irgendwo eine Leiche liegt. Aber das ist nicht der Fall. Okay. So. Sechseck, Dreieck. Aha. Okay. Oh. Also, es ist so viel Zeit vergangen. Meine Tasks sind fertig. Ich bin auch fast fertig. Also, meine Tasks sind fertig. Ja. Was Connor sagt, ist mir scheißegal. Du bist tot. Meine Frage ist, weiß jemand irgendwas und Conan ist Crewmate. Safe. Ich würde auch sagen, Robchu ist Crewmate. Ich habe viele Leute gesehen, aber niemanden, den ich so wie verdächtigen könnte oder wirklich klären könnte. Ich würde auch sagen, Rasierer ist Crewmate, ehrlich gesagt. Würde ich auch. Habe ich auch sehr oft gesehen. Ich habe merkwürdigerweise immer wieder Reggie gesehen. Reggie habe ich nur ein einziges Mal gesehen. Xehan habe ich auch nur ein einziges Mal gesehen. Erst auf den Kameras mehrfach und dann ist er mir, glaube ich, noch 2-mal in Person über den Weg gelaufen. Also der war gefühlt auch überall. Ich möchte mal einen Fun-Fact hier mal sagen. Als ich in Electrical war, kam mir Colin entgegen. Dann hat er aufgehört zu laufen und dann wurde irgendein Alarm freigesetzt. Und dann hat er wieder angefangen, sich zu bewegen. Das war dann aber Zufall. Das sah verdächtig aus, aber... Kann es sein... Robchu, kann es sein, dass ich da auch war? Ich glaube, das habe ich auch gesehen. Ja, weißt du, auf jeden Fall. Ich glaube, das war das erste Mal, wo ich dich gesehen habe. Da war ich überrascht von deinem Aussehen. Und da war er verdächtig. Ja, und dann hast du so viel. Erstmal genau in Schockstarre gelandet. Da war ich auch überrascht von seinem Aussehen. Und das war nämlich auch in Elektriker. Ich glaube, da waren wir zusammen. Ja, da sind wir kurz richtig. Wobei, ich bin jetzt das kann sein, dass überzeugt weiß davon, dass Conan Crewmate ist. Keine Ahnung, wie es am Rest aussieht. Muss jetzt irgendwer noch besonders viele Tasks machen? Also ich muss noch. Ich muss noch einmal Wires machen. Also ich muss auch nur 2, ich bin gleich fertig. Ich muss einmal den Müll rausbringen und den Upload. Ich muss den Code noch eingeben. Oh. Sechseck, Dreieck, Sechseck, Dreieck. Was geht denn in den Poster? Mach mal hinne. Und ich ja. Beeil dich mal, hau mal easy auf, going. Leute. Easy going. Das kriegen wir hin. Durch 3 Kills schafft er. 4 Kills schafft er nicht mehr. Ich hätte schon längst 3 Leute gekillt, wenn ich im Poster wäre. So. Das ist richtig. Ja, das glaube ich auch. Tatsächlich.
So, wir starten. Wo geht's am schnellsten ja von hier aus? Nein, das war dumm. Ich bin dumm. Cargo wäre. Nee, wobei Cargo wäre auch nicht schneller gegangen, ne? Nee, Cargo wäre auch nicht schneller gegangen. Ich weiß nicht, was schneller gegangen wäre. Ist ja auch egal. So, jetzt aber. Sechseck, nein, Dreieck, Sechseck. Dreieck. Und jetzt noch einmal da hoch. Und dann war's das. Rasierer. Letzte Task. Zack. Nein, ich muss noch da. Och, nö. Ich hasse Y-Wings so sehr. Oh, ist das Ding wenigstens auf der richtigen... Es ist nicht auf der richtigen Seite. Ich hasse alles. Es ist einfach nicht auf der richtigen... Na, geht doch! Endlich mal hier passiert was. Also ich glaube nicht, dass es noch viel zur Sache tut, weil wir gleich hinten über was gewinnen so werden, sehr. Aber der lag, also der lag vor Communications und das ist schon verdammt lange her, weil als, ich glaube, als die Runde angefangen hat, bin ich zu Laderaum gegangen und habe da die Wires gemacht. Und bin dann sofort zu Vitals gegangen. Also das war quasi, lass es so 35, 40 Sekunden nach Anfang der Runde gewesen sein. Da war der schon tot. Ich dachte jetzt auch gerade so, in Cargo Bay sind meine letzten Wires, aber jetzt sind die letzten Wires im Meeting Room. Wo kann man Vitals checken, in welchem Bereich? Ganz unten rechts, also unterm Cargo Bay ist der Medical. Bei Medical, müsste, genau. Müsste okay, auch Arztplatz ist, genau, müsste auch auf der Karte vermittelt sein. Alles klar, ich sehe es, okay, alles ja, klar. Ja. Und da unten in so einer, also bei so einem, neben so einem Bett ist der Vitals in der Karte hier. Die sind zwischen. Jedenfalls, was ich damit nur sagen wollte, Snatchy ist schon sehr lange tot. Also das muss jemand gewesen sein, der unmittelbar am Anfang der Runde schon links gewesen ist. Ich würde sagen, wir voten Benny in der nächsten Runde, okay? Ja. Alles klar. Wir machen jetzt die Tasks durch, oder? Was? Benny votet sich schon die ganze Runde sich selbst immer. Es fehlen effektiv nur zwei oder drei Tasks, also wenn man sich das anguckt, deswegen das Gewinn hier. Richtig, ich soll jetzt nur möglichst weit oben starten, dass ich gleich nach Dings komme. Von hier aus sollte ich hochkommen, ja, perfekt. Bombs interessiert mich auch nicht. Alles irrelevant. Alles irrelevant, hoch da. Scheiß Y-Wing. Was habe ich jetzt gedrückt? Huch, Hilfe. Okay. Ja, das war's. Und wenn der Rasierer da oben jetzt auch noch seinen letzten Task hat, dann war's das. Easy. Oh, ich wusste es, ey. Yes. Ich wusste es auch. Ich wusste es auch tatsächlich. Respekt an den Postmann. Nice, Benny, also, nice. Erstens, es ist tatsächlich oft öfters so in den Runden, wo verdächtig wenig Leute sterben, ist es meistens Benny. Also no shot, aber das ist tatsächlich, ja, das aber irgendwie so. In der ersten Runde war es auch so, dass Rasierer mich ganze 2 Minuten verfolgt hat. Da konnte ich nichts machen. Yo! Ja, den hättest du killen können. Ja, das hättest du. Ja. 444 Pots bekommen. Jetzt kann ich das Tier kaufen. Nice. Und dann hattest du mich so komisch verfolgt am Ende, wo wir zu Communication gegangen sind. Da dachte ich schon so, ja, das hab ich auch gesehen. Ich dachte mir auch, da ist klar, dass der das ist klar. Ja. Oh Gott, ich kann auch mehr. Geil. Und hinzu kommt, dass ich auch Benny beim zweiten Kill nicht gesehen habe. Also ich habe da relativ viele Leute gesehen gehabt und das muss jemand gewesen sein, der auf der komplett anderen Seite der Map war, deswegen. Aber ja. Ja, die Runde war okay. Ist Runde. So, habe ich das jetzt? Ja, sehr schön. Da lebe ich mal schon so lange und sterbe trotzdem als Erster. Gut. Ja, das ist echt traurig, ja. Ich habe mir genau jetzt den gleichen Pets geholt. Also ich spiele tatsächlich
den eineinhalbten Imposter. Das Ding ist, wir haben halt 7 Leute, das heißt, ein Imposter ist eigentlich zu wenig, aber 2 genau. Wären halt auch eigentlich zu viel, das ist echt hart. Ja. Ja, wir also können auch, wenn ihr wollt, für Airship 2 Imposter machen. Also, wenn jetzt hier nach dem Imposter, ich werde die Leichen nicht reporten, ich werde daran vorbeigehen und ich werde auch keinen Imposter in Flagranti erwischen und das reporten. Ich sehe nichts, okay? Alles klar. So. Gerade bei Airship cool. Braucht man keinen 2 Imposter, weil die Tasks dauern so lange. Dass ja. Okay. Kann weitergehen. Wir lassen es so, oder? Ich glaube, ich möchte mal sagen, dass es echt nervig ist, wenn du das Kartenscannen nicht gemeistert hast, sind Türen öffnen echt nervig. Oh ja. Spüren Sie bitte. Genau. So. Okay, direkt Cockpit. Direkt Cockpit. Xehan geht da hoch. Hallo. Gibt's hier oben den Task? Ah ja, den Download-Task. Okay, Wires. Och, Comms. Ich gehe aber gleich zu Comms. Ich bin direkt dort. Schild, wir haben das gleich gefixt. Alles easy. Okay. Nicht ganz so easy. Aber immerhin bin ich jetzt nicht mehr sass. So. Wohin muss ich? Und kann vor allem als Geist kann man halt so geil im Airship die Tasks machen. Es ist eigentlich echt strategisch, sich umlegen zu lassen als Geist. Es ist so angenehm, hier einfach durchzufliegen, wo man sonst ewig lange läuft. Das Einzige, was mich jetzt aufhalten kann, wäre, dass mein Körper gerade gefunden wird. Gut. Okay. Oh, perfekt. Der Richtige ist gestorben. Nico hat's auch erwischt. Ja, okay, ist die Frage, was wir jetzt als Test. Schade, dass Nico noch gestorben ist, aber okay, da war ich nicht schnell genug. Also, ich war Wissenschaftler. Ich bin an Conan vorbeigelaufen, wo er noch gelebt hat. Da waren wir in Arsenal. Und ich bin dann nach unten gegangen, habe den Upload gemacht und dann nochmal Vitals gecheckt und gesehen, dass Conan tot war. Ich weiß, dass unmittelbar rechts von Arsenal Rasierer schon stand, weil der, glaube ich, auch einen Download gemacht hat. Meinst du Armory? Ja, ich meine, das okay, okay. Ja, Herrgott im Himmel. Alles klar. Ja, ich wollte das nur sicher gehen. Und okay. Wo war der Rasierer? Behaupte, der stand oben in der Küche. Also zwischen Küche und Armory, da oben stand da irgendwie an dem Task. Also ich war bei dir, Xehan. Wir waren ja beide bei View and Deck, oder war das ein Drifter oder? Ja, genau, wir waren beide bei View and Deck. Ich überleg nur gerade, wo du vorher herkamst. Von oben. Also Reggie war es nicht. Da versucht jemand sich einen. Genau, weil du kamst nämlich von oben und da lag jetzt nämlich die Leiche, deswegen. Okay. Also der lag exakt vor Communications. Okay. Also ich habe in dieser Runde gefühlt keinen gesehen, bis auf Nico, aber der ist ja jetzt anscheinend. Also es kann natürlich auch jemand gewesen sein, der hingegangen ist und gegen gekillt hat und wieder zurückgegangen ist, aber wie gesagt, ich habe unmittelbar dann auch Reggie und theoretisch auch Rasierer in der Nähe gesehen, aber ich glaube, Rasierer kann es nicht gewesen sein. Ja. Nee, ich kann es nicht gewesen sein. Ich schaue so lange kurz Pornos, oder? Ich war alles da auch nicht. Okay, fertig. Stark. Zwei Leute tot und es sind anderthalb Balken auf der Taskbar, das finde ich nicht geil. Ja. Ja. Also ich verdächtige aktuell Reggie etwas, aber ich habe keinen Grund. Also Reggie ist noch nicht. Reggie ist Ich habe jetzt geskippt, Also es war mir noch nicht konkret genug. Ach ja, skippen, ja, gute Idee. Benny, hör mal auf damit. Das ist gefährlich.
Okay. So, jetzt aber. 6, 8, 4, 7, 4. Let's go. So. Das ist halt auch als Geist so geil einfach. Viereck, Sechseck, Sechseck, Viereck. So einfach direkt drüber gehen. Das ist so gut. Also als Geist macht es die Map viel mehr Spaß. Als Geist macht die Map einfach viel mehr Spaß. So. Gerade den Download abgeschlossen, sehr schön. Mein Verdacht gegen Reggie erhärtet sich. Ja. Der lag, also Reggie ist mir gerade in Archives entgegengekommen, der kam von rechts und die Leiche lag oben in Cargo Bay. Okay. Ich habe den nämlich, also ich bin ja immer noch Wissenschaftler, ich habe den sterben sehen. Ich weiß, dass es Rasierer nicht ist. Nicht Rasierer. Ja, scheiße. Wer ist mir gerade noch entgegengekommen? Benny, glaube ich. Bist du mir im Mainhall entgegengekommen, Benny? Ja, ja. In der Spielraum ist, genau. Ich habe nämlich auf Vitals geguckt und da hat, wer ist denn gestorben? Rasierer ist doch gestorben, ne? Ja, genau. Also auf jeden Fall der gestorben ist. Der hat noch gelebt und dann habe ich auf Vitals geguckt und der ist gestorben und da hatte ich dich nämlich gerade gesehen, also warst du es nicht. Wo liegt der Rasierers Leiche nochmal? Oben in Cargo Bay. Oben in Cargo Bay. Und mir ist halt Reggie schon wieder entgegengekommen. Und jetzt ist das zweite Mal, dass ich Reggie in der Nähe von dem Kill gesehen habe. Okay, Reggie? Hallo, Reggie, bist du da? Ah, ich bin doch gemutet, scheiße. Also ich habe Xehan nicht gesehen, wer mir entgegengekommen ist. Okay. Okay, Reggie, pass auf. Wie würdest du es finden, wenn ich jetzt Xehan vote? Also, gut oder schlecht? Ich weiß halt nicht, was er jetzt redet. Gut also, oder schlecht, Reggie, gib mir eine Antwort. Er ist schon ein bisschen sus, weil ich habe ihn halt nicht gesehen. Alter, ich werde ihn jetzt voten. Ist das gut oder schlecht? Ja, dann mach. Ist es gut oder schlecht, Reggie? Ja, wir sehen. Alles klar, wir voten, Reggie. Okay. Immer das ging schnell. Also, dass du mich nicht gesehen hast, kann eigentlich nicht sein, oder das war halt Shapeshifter, aber. Okay. Ich hab dich gesehen. Ja, wenn es Shapeshifter war, hab ich dich trotzdem gesehen. Okay. Mann, Mensch, was machst du denn? Was? Wenn du gesagt hättest, Xehan voten ja gut, hätte ich Xehan gevotet. Warum bin ich aus dem Raum geflogen? Ja, warum darf ich denn nicht argumentieren? Warum? Ich hab ihn nicht rausgeschmissen. Ja, okay, nächstes Mal kill ich Robby zuerst. Ich hab doch einfach gefragt, ist das gut oder schlecht? Du sagst keins von beiden, also ist doch klar, dass du böse bist. Ich hab gesagt, dass es gut ist. Aber hast du nicht. Robby, du kannst überhaupt nicht reininterpretieren. Sag doch einfach gut oder schlecht. Ich hab keinen Bock mehr. Sorry. Tschüss. Tschüss, Reggie. Reggie hat keinen Bock mehr. Ey, ich sag doch schon die ganze Zeit, dass ich für die Imposter spiele. Mann, ey. So. Es ist echt hart, als Crewmate gegen die Imposter zu spielen. Muss man. Ich bin halt ein scheiß Imposter, okay? Und wenn ich sehe, mir ständig über den Weg läuft. Ich hab sogar die Chance gegeben zu sagen, dass das gut ist und du sagst einfach gar nichts. Halt einfach den Maul, danke. Okay. Kitchen. Oh je, okay. Aber wir dürfen Burger zubereiten. Ach du Scheiße. Salat, Zwiebel, Tomate. Na! Voll der vegane Burger hier. Oh nein, das sind die scheiß Drecksschalter.
kann mich jemand erlösen und töten und dann kann ich das wenigstens als Geist machen. Och nein. Das ist die 5. Und Robbt hat den scheinbar auch. Möchte den Imposter bitten, mich zu töten, damit ich diese scheiß Drecksschalter da unten als Geist machen kann. Ey, oh okay. Nee. Wir können dich auch voten, wenn es ist, ne? Mit der Aussage macht sich Colin. Ja, wir hier. Können dich. Oder so. Ich glaube, Robbie, du hast die Schalter auch, weil du irrst da auch gerade. Es ist ein Shapeshifter. Hallo. Es ist okay. Ein Shapeshifter. Okay. Ich habe einen Xehan in Vault gesehen, aber der liegt in Armory. Sehr gut. Also, es ist auf jeden Fall ein Shapeshifter. Das sagst du. Okay, das heißt, okay, Xehan kann schon mal nicht... Und ich kann Benny klären, weil kurz zuvor ist er hoch zum Meeting Room gegangen. Und das heißt, er kann es nicht gewesen sein, wenn ich... Also ich bin vom Meeting Room runtergekommen, da kam ja Benny gerade hoch. Und dann im Brick habe ich von links gerade so halt so den Clank gesehen. Also das Haustier von Xehan, wie ein Wort war. Und dann bin ich runter zu Armory gegangen und da lag die Leiche. Also Benny ist auf bei Weapons Fall. Lag die Leiche, ja. Nee, Armory. Ja, das ist doch. Ja, es gibt okay. Nur, es heißt Armory, ist schon richtig. Ja, genau. Okay. Robchu, du kamst von links, ne? Das ist durchaus möglich, ja. Das heißt, du hast die Leiche noch nicht gesehen. Wo warst du davor? Wir haben uns. Sind wir gleichzeitig in Kitchen gespawnt? Kann das sein? Weil ich weiß, dass du die Burger-Task gemacht hast und ich neben dir stand. Richtig, genau. Ich habe veganen Burger zubereitet. Also wir waren nur Kitchen, vielleicht Viewing Deck, Security und Electrical. Du bist Viewing Deck, okay, weil ich bin dann weiter zu Security und dann in Electrical. Es heißt Viewing, ja? Ja. Das nicht also Conrad hat nichts gemacht, der war nur auf der Suche nach den richtigen Zahlen in diesem Electrical-Komplex an Zahlen und Nummern und Räumen. Na, ich überlege nur, ob ich dich komplett clearen kann, weil wenn ich dich komplett clearen kann, könnte man Reggie theoretisch, wenn es kein Self-Report ist, auch clearen. Reggie wiederum kann Benny clearen. Das ließe nur noch Rasierer und Nico übrig bleiben als mögliche. Das heißt, Reggie ist es. Nein, keine Ahnung. Es ist aber auch das heißt, dass Nico noch lebt. Aber das ist bisher ja nur so gedacht. Ja, Reggie, war das ein Self-Report? Nö. Okay, alles klar. Es ist auch sass, dass Nico noch lebt. Yo, Rasierer, was ist das denn? Rasierer, hast ihn. Was ist das denn? Nein. Sass denn? Das denn? Ich sehe schon wieder, aua. Gutes Spiel. Okay, ich gehe jetzt erstmal woanders hin. Ich habe absolut keinen Bock auf diese dumme Elektro-Task da unten. Die mache ich, wenn ich Geist bin. Sollte ich Geist werden im Verlauf der Zeit. Hä? Warum ist man als Geist eigentlich immer noch dreckig und muss sich duschen? Weil das schwul ist. So. Okay, komm, wir machen gleich mal die Lights. Weil hier ist das mit den Lights, glaube ich, schon ein bisschen nervig. Und ich bin halt eh gerade hier. Okay, Benny hat die Lights gemacht. Robchu. Der hat eine Runde Dings. Meint es mit dem Shapeshifter muss man jetzt noch bedenken, ne? Also es könnte wirklich ein Shapeshifter. Okay, Rasierer war der war einer der Assassinen, aber na, er hat jetzt eigentlich genug Möglichkeit und hier kann auch keiner so schnell reinkommen. Ich würde Rasierer mal wieder erstmal gedanklich aus meinem Sass rausnehmen. Das würde Nico im Moment als den Hauptverdächtigen stehen lassen. Theoretisch. Robchu. Okay. Es würde Nico als den Haupt... Ach, das ist scheiß Wyoming. Aber es ist das letzte Wyoming jetzt, ne? 2 von 3? Ja, das ist das letzte. Sehr gut. Reggie. Ist oben in die Toilette rein. Was? Schon eine Frage. Wait, was? Oh mein Gott, ich hätte Reggie diesen Mord gerade sehen können wahrscheinlich. Ja. Hier ist gerade Reggie... Da hat sich wieder jemand als Reggie verkleidet. Ach so, verkleidet. Okay. Ich bin's auch nicht. Also Shapeshifter ist auf jeden Fall... Es ist nämlich gerade ein Reggie in die Toilette rein. Wo war das jetzt? In Electrical. Vielleicht ist in Electrical und in Cargo Bay ist mir und Benny ein Reggie-Avatar entgegen. Mir auch, ja.
Mir ist denn der Lounge auch entgegengekommen. Voll krass. Und Rasierer hat schon. Rasierer hat schon gewotet. Ich hab Nigo gewotet. Ja. Das ist der Einzige, der noch überbleibt. Einzige heißt das. Die Einzige. Ich war überhaupt nicht in dem Bereich. Rasierer sagt Einzige, wir voten ihn. Nein, Spaß. Jo, 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 votet mich. Nein. Nee, Rasierer hat sich ziemlich clear verhalten, muss ich sagen. Scheiße, ich wollte mich an clear verhalten. Hast du in der letzten Runde gewotet oder was? Also für mich bleibt per im Moment, wenn ich nicht völlig dumm bin, bleibt für mich per Ausschlussverfahren gerade auch Nico nur übrig. Ich war aber gar nicht in der Ecke, ich war im Vault. Das ist ja wurscht. Das würde ich als Imposter auch sagen. Genau. Ich habe leider gar keine Idee, wer es sein könnte, ehrlich gesagt. Wenn ich einen Fehler mache, tut es mir leid, aber ich wollte nicht. Also in meiner Sicht ist das so, Conan auf keinen Fall, Benny höchstwahrscheinlich nicht. So, ich bin's natürlich nicht, weil ich bin ja immer Crewmate. So, Rasierer und Nico, habe ich beide echt wenig gesehen in den Runden. Also ich habe leider keine... Ich gar nicht gesehen. Also Rasierer hat sich gerade, ich war eine Zeit lang... mit ihm, Benny hat mit die Lights gefixt. Das ist alles, es hatten so viele Möglichkeiten, mich zu killen und sie haben es nicht gemacht. Das heißt also, nichts, das weiß ich nicht, selbstverständlich. Mit anderen Worten, Respekt an den Imposter. Aber, aber es ja, macht Nico hat Sinn. Im Moment, ich sag mal, die schlechtesten Karten aus meiner Sicht. Skippen, oder? Ja, logisch. Ihr könnt auch skippen, aber. Aber gut, ich meine, ich kann es mir jetzt dann, wenn ihr alle zusammen wart, dann muss ja einer von euch Shapeshifter sein und da irgendwie. Denkbar. Weil ich weiß Nico, nicht, also Nico, also Nico, ich hab geskippt. Mehr kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich auch. Gern geschehen. Denkbar ist alles, aber... Conan ist richtig on fire know. Heute. Genau. I don't know. Okay. Wo ist es am sinnvollsten zu starten? Oh Gott, ich weiß nicht, wo müssen wir denn noch hin? Ach, wir müssen da hoch. Ja, komm, let's go. Lass den scheiß ID-Code machen. Machen wir gleich. Ich bin gleich auf der einen Seite. Machen wir sofort. Bin schon unterwegs. Ich eile mit meinem Schneemann. Oh oh. Wobei. Was? Ja, auf die andere Seite komme ich jetzt nicht. Okay, dass Nico da jetzt steht, ist schon weird. Das ist ein Download aus. Das ist ein Download. Muss ich jetzt auf die andere Seite rennen, weil es keiner mal. Okay, doch, sehr gut. Mal gucken, ich war mir sehr unsicher. Ich muss gestehen, ich war mir sehr unsicher gerade. Ach, Imposter, kannst du mich nicht endlich killen? Ich habe keine Lust auf diese dummen Dinger. Ich will erstmal Lights fixen. Andersrum. Nico. Ja, bitte, Nico. Danke. Wo ist das? Da. Benny! Ja, dass Conan stirbt, war mir schon klar. Der war auf jeden Fall nicht Imposter. Ja. So, Benny, erzähl mal ein paar Sachen. Also, er liegt unten bei dem Upload auf der linken Seite. Wo ist links? Bereich. Wo? Also unten links halt. Viewing-Deck? Ja. Okay. Ja, okay. Wie war denn so deine Bewegung in der letzten Zeit? Also ich bin tatsächlich in dieser Runde nur Conan begegnet, aber es war vor 10, 20 Sekunden und jetzt habe ich den tatsächlich noch. Da haben wir uns dann halt gesplittet, er ist woanders hingegangen und ich bin auch woanders hingegangen und dann. Ich hab mal wieder niemanden gesehen. Rasier hat gewotet, warum? Ich hab Nico gewotet. Einfach aus Spaß. Na
mal. Also das war jetzt unten beim Viewing Deck. Ja. Woher kamst du dann, Benny? Aus welcher Richtung? Von Arsenal. Ah, okay. Also von. Ja. Ja, das kann sein. Weil ich war jetzt vorher in Electrical und bin dann in die Richtung. Dann. Deswegen habe ich dich dann nicht gesehen. Also. Robju, was sagst du? Es ist echt schwierig. Ich habe keine Anhaltspunkte. Ich habe nichts gesehen. Alle, von denen ich wusste, dass sie es nicht sein könnten, wurden umgebracht. Es ist echt hart, leider, dieses Mal. Am Anfang der Runde habe ich gehofft, dass Xehan der Böse ist. Aber der wurde direkt gekillt. Leider. Oh, ich weiß es nicht. Wir skippen wahrscheinlich doch. Zwei Kills muss er noch schaffen. Ja. Ich habe leider echt. Rasierer, der Sack. Ist in Ordnung. Ja, zwei Kills muss er noch schaffen. Ich habe leider echt nichts gesehen. Ich kann mir nichts herleiten. Das ist echt eine lange Runde dieses Mal. Okay, am schnellsten dürfte ich so nach unten kommen. Jo. Let's go. Wo ist die 1? Wir wissen schon, dass die 1 hier nicht ist. Dann wird die 1 hier sein. Ja, sehr gut. Die 2 hatten wir schon. Die war hier. Das war die 5. Scheiße. War hier die 2? Ja. Die 3 hat man, glaube ich, noch nicht. Dann könnte die hier sein. Genau. Die 4 war hier drüben. Das war die 7. Die 4 war hier. Das war die 6. Dann ist die 4 da oben. Den gibt es ja auch noch. Ja. Dann fehlt mir noch die 5. Die 6. Oh, es ist als Geist so schöner. Es ist als Geist so angenehm hier zu machen. Ah, hier habe ich noch einen Task. Ups, habe ich gar nicht gesehen. Wo müssen wir hin? Cockpit. Okay, let's go. Das ist die letzte Aufgabe, ne? Das ist die letzte Aufgabe. Und das war's. Alle Tasks erledigt. Der Täter kehrt an den Ort des Verbrechens zurück. Was? Scheiße. Oh, war mir schon klar, dass Nico jetzt. Oh Mann. Boah, er hat es echt noch geschafft. Wie habt ihr das denn? What the fuck? Wie habt ihr das denn verloren? Crazy, hat es echt noch geschafft. Boah. Alter, what? Okay. Der war doch schon quasi draußen. Der war doch schon quasi rausgewählt. Ich wollte gerade sagen, ich war doch in der einen Runde, da war ich doch der Einzige, der. Der Sass war, ja. Der Einzige, ja. der Shapeshifter sein konnte. So, what the fuck? Ja, aber der Einzige, der verdächtig ist, heißt ja nicht, dass man ihn noch voten muss. Ich war mir echt nicht sicher. Sorry. Ja, aber also es konnten überhaupt nur noch Rasierer oder du sein und die Leute waren sich halt einig, dass es Rasierer nicht war. Also, what the fuck? Ja, aber das du heißt. War sehr gut, 1,5 das heißt aber nicht, dass es Nico wirklich direkt ist und ich wusste es. Aber halt dass Nico nicht. Das noch geschafft hat, ist echt gut, muss man sagen. Ich hatte keine Infos. Ist, dass keiner mehr drauf gekommen ist, dass Nico in der Runde vorher Sass war. Das war ein bisschen, naja. Was hätte ich denn machen sollen? Ich war das ja witzig, wenn ich dann als Shapeshifter mich in Reggie verwandle und dann freue ich mich, dass ich Leute sehe und dann sehe ich aber plötzlich einfach jeden und ich denke dann so, scheiße. Ja. Also ich hab halt niemanden gesehen, was hätte ich machen sollen? Also in meiner Sicht war einfach nichts los, leider. Ja. Ich konnte nichts tun. Das war auch in der einen Runde halt wieder doof, dass jemand mein Tier gesehen hat, hinter dir wahrscheinlich, als du dich in mich verwandelt hast und mir meine Leiche irgendwie später gefunden hat. Ja. Eine kurze Frage. Als Shapeshifter, wenn man sich in jemanden Shapeshift, der ein Haustier hat, hat der dann auch das Haustier oder nicht? Scheinbar ja. Ja. Also okay. es wurde ja ich an einer Stelle gesehen, wo ich schon tot war mit meinem Haustier, also das muss so sein, ja. Vor allem, das hab nicht mal ich gesehen, also wer hatte mich da gesehen? Dann
ich habe denjenigen nicht mal gesehen. Das ist natürlich Das Ding ist, ich war immer, in meinem Kopf war ich die ganze Zeit bei 70%, das ist Nico. Dann sehe ich den einmal, wie er auf mich zukommt. Okay, wahrscheinlich ist er es und dann werde ich gekillt. Ja, okay. Ja, in der Runde, ja, wo ich ihn rausvoten wollte, habt ihr geskippt. Kann nichts dafür. Das war jetzt das erste Mal heute, wo ich mir nicht sicher war. Ja. Am Ende musste ich ja nur noch zwei killen, also. Ja. Wir geben okay. Benny die Schuld. Ich will noch mein Imposter sein jetzt. Hey, wie lange geht die Aufnahme schon? 50. Okay, aber letzte Runde oder was? Imposter im Airship ist ganz nice, Machen, okay. Sonne ein Imposter, Robschutz, zweiter Imposter, passt schon. Wenn ich Imposter bin, kill ich sofort Konto. Okay. Es läuft. Wenn ich wüsste, ob mir die gleich hinterherrennen, ne? Ah. Too Whiskey. Way too Whiskey. Was muss man hier machen? Ach ja, dieses Steuerrad, ne? Ja. Okay. Das ist leider niemand. Das ist leider auch niemand. Ach, das ist doch langweilig. Okay, wir wenden mal eine Runde. Ach, ich kann nur diese Ecken auswenden. Das ist ein bisschen blöd jetzt. Okay, du bist jetzt dran. Oder auch nicht. Bin mir unschlüssig. Mach erstmal Y-Wing. Okay. Ich probiere jetzt was. Ich will wissen, ob das funktioniert. Das muss Recent Kill sein, weil ich bin Scientologe, nicht Scientologe, Scientist. Ah, das ist exposed. Alter, das ist... Weil ich so Scientist bin. Und dann muss ich jetzt ja durchreden und dann so. Ich bin zwar tot, aber Nico, ich wollte sagen, wir haben gerade den Folgentitel gehört, aber ich glaube, das darf Conor nicht machen, dann wird das Video geflaggt. Oh Mann. Okay. Jedenfalls muss der Kill reset sein, weil ich vor, sag ich mal, 7 Sekunden. noch auf Violet geschaut habe und da war noch... Okay, also ich versuche mal, ich bin gerade von Electrical hochgekommen Richtung Records, da liegt die Leiche direkt ganz unten und Xehan kam gerade von rechts aus Launch rein. Genau, und mir ist niemand entgegengekommen. Also mir ist auch niemand entgegengekommen. Dann muss der Killer nach links abgehauen sein. Entweder also nach links Gap Room oder irgendwie gewendet, ich habe keine Ahnung. Ja. Also würde jetzt mal vermuten, dass es entweder Conan oder Nico ist, weil Rasierer, Benny und Xehan hätten mich alle sehr easy killen können. Und also ich glaube, ich bin Xehan also jetzt 3 oder 4 Mal begegnet. Der hat den Electrical, glaube ich, die mit den ganzen Schaltern gemacht. Das wirkte für mich plausibel und ich glaube auch nicht, dass er da irgendwie killt und ewig da am Tatort bleibt. Das glaube ich nicht. Und ich habe Rasierer ein paar Mal verfolgt. Also einmal. Ich weiß nicht, ob er Schiss von mir hatte. Wenn ja, sorry. Nee. Ich habe Nico verfolgt. Also aber es ist höchstwahrscheinlich kein Self-Report gewesen, weil Conan stand wirklich direkt neben der Leiche und der war auf jeden Fall schon tot. Okay. Also, beziehungsweise ich habe Conan halt noch ankommen sehen, ganz kurz, und dann stand er kurz neben der Leiche, also der war auf jeden Fall schon länger tot. Also, was heißt länger? Wahrscheinlich schon halt eben, wie gesagt, seit ein paar Sekunden. Benny wirkt für mich auch legit.
Also ich würde jetzt den Scientologen hier erstmal verdächtigen. Nein. Ich bin wirklich Scientist. Ja, ich dachte, du bist Scientologe. Oh Mann. Ist schon glaubhaft, dass er Scientist ist. Ich bin Scientologe. Es ist schon glaubhaft, dass er Scientist ist. Oh Mann, ey. Ich bin Scientologe. Ich meine. Ah, schön. Ja, schöner. Schöner Versprecher. Muss man einfach sagen, schöner Versprecher. Okay, machen wir mal einen Burger, würde ich sagen, ne? Machen wir mal einen Burger. Das dauert ja eine Weile. Solange Nico noch da unten ist, naja, schwierig. Okay, genug gebürgert. Ist Nico noch hier jetzt irgendwo? Ja, schlecht. Das ist ganz schlecht. Warum nicht mal ein bisschen für Unruhe sorgen? Kann man mal machen, ne? Okay, ihr seid alle schon hier am Start. Aber scheinbar auf der anderen Seite noch niemand. Okay, doch. Gut. Puh. Da haben wir aber Schwein gehabt. Die sind mir gerade zu viel beisammen, muss ich gestehen. Um da was zu tun. Aber ich darf mir auch nicht zu viel Zeit lassen. Ich darf mir auch nicht zu viel Zeit lassen, was zu machen. Sehen. Ich hatte eine Idee, aber die ist... Hey, meine Idee ist noch nicht so ganz reif. Für die Umsetzung, muss ich gestehen. So wie ich meine Idee vorhabe, ist die noch nicht so ganz reif für die Umsetzung. Ach, scheiße. Mann, das ist bad. Und wir machen mal... Wo ist Lights? Nochmal hier, ne? Ist das Lights? Ich glaube ja. Ja, das ging ja fix. Die Lights wurden viel zu schnell gefixt. Wieso? Das ist voll gut, weil die jetzt nicht wissen, wo der ist. Benny ist tot, ja. Er war Scientologe. Hey, Nico, okay, war das. Das war sehr recent, weil ich hatte gerade den Cooldown auf den Vitals, aber ich habe vor... Na, der Cooldown ist 15 Sekunden, dann war es so vor 10 Sekunden das letzte Mal geschaut und da war er noch nicht tot. Ich habe Benny vor nicht allzu langer Zeit auch noch gesehen, zuletzt im Engine Room. Das ist also so vor 15 Sekunden, denke ich. 20, denke ich, ja. Ja, war da jemand noch in der Nähe? Wo war der Kill? Also, ich kann jetzt wo jedenfalls denn gefunden? Reggie... Ich weiß nicht, wo der Kill war, ehrlich gesagt. Du hast doch reportet. Achso, ja, stimmt, das war ja der Report. Ich habe auf den Button gedrückt. Also ich habe meinen letzten Task fertig gemacht gehabt und bin am Button vorbeigekommen und dachte mir, ich drücke einfach mal. Ja, stimmt. Also Reggie ist clear. Wer war dann noch? Basierer, ne? Basierer war auch clear. Ja, und Nico Basierer war clear. Auch clear. Ich bin gerade zu euch Conan in die Dreiergruppe gekommen, ja. Ende dazu, aber du könntest natürlich... Ja, na, Conan kam zuletzt. Ja, es ist halt die Frage, wo der Kill ja, ich habe euch da gerade rumstehen sehen. Conan könnte es natürlich theoretisch noch gewesen sein. Ja.
aber jedenfalls ist es Colin oder Xehan. Aber Tasks sehen gut aus. Also dass ja, es nicht das stimmt, also, dass das Scientologe ist, das glaube ich jetzt auch nicht. Also warum zur Hölle sollte ich den Button drücken, wenn ich Imposter bin? Ja, wieso? Ach, du wolltest den Button drücken, weil du Tasks fertig hast, oder was? Ja, ja, ich hatte Tasks fertig und ich wollte mal sehen, was los ist. Ah, okay. Ja, dann können wir jetzt also, auch Tasks fertig machen. Fern. Ich habe zuletzt im Tagungsraum Müll entleert, den Code eingegeben und noch eine Sache gemacht, die ich gerade vergessen habe. Ich glaube, Wires einmal. Okay. Was hast du denn in Showers gemacht? In den Showers habe ich, glaube ich, auch einmal Wires gemacht, den Müll entleert und einmal den die Dusche festkämmert. Wir hatten jetzt überhaupt noch Tasks. Ja. Ich bin durch. Einige. Ich auch. Ich habe die ganze Zeit Nico verfolgt. Ich konnte fast nichts machen. Okay. Ja, aber so viel könnte es auch nicht sein. Ich meine, der Balken ist fast voll. Ja, ja hier sind 6 Ausrufezeichen. Ich vote Skip, das ist recht safe. Ich auch. Ja. Ja, ich hab, ja. Es sei denn, die 6 Ausrufezeichen sind Elektrik, dann helfen wir uns. Ich komme jetzt mit dir mit, Rasierer. Sehr gerne. Ihr seid solche Schweine. Achso, es kommt drauf an, wo wir jetzt sparen. Ihr seid solche Schweine. Ich musste 20.000 von euren Handtüchern aufbauen. Ich gehe nur mal zu Cargo Bay, okay? Cargo Bay. Da gehe ich nochmal hin. Treffen wir uns jetzt mit den anderen, dann mache ich einen Stack-Kill. Probier's zumindest. Da. Okay. Geht einfach da rein. Sorry, ich musste gerade nochmal richtig hart abseilen gehen und Retschi auch offensichtlich. Ich habe mich schon gewundert, warum du auf die Toiletten bist, aber. Als wir gerade vom Klo wieder weggekommen sind, lag da eine Leiche. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Conan war. Ja. Ich bin zu dem Button gegangen, den man beim Gap rumdrücken muss. Ja, alles klar. Okay, da ist Conan. Aber wo lag der jetzt? Genau da, wo du vorbeigegangen sein musst. Also ich bin überrascht, dass Claire mich jetzt gar nicht verdächtig, weil ich hätte auch so easy sein können. Nee, du saßt doch neben mir auf dem Klo. Ja, aber ich dachte, du siehst mich ja gar nicht so. Ich habe mich da halt versteckt, weil ich dachte, du verwandelst dich irgendwie in irgendwen, weil ich dachte, du bist irgendwie Shapeshifter oder so. Nein, ich war nur abseilen. Ich hab dich im Klo 2 weiter gesehen. Okay, das ist gut. Wer war jetzt nicht bei uns? Ich glaube, wir haben schon alle gegen dich gebautet. Okay. Ich glaube, wir haben schon alle Conan gewurzelt, aber Rasierer war nicht bei uns. Ansonsten, selbst wenn es Conan nicht ist, dann... Dann müsst ihr Rasierer wollen. Ja, dann gewinnen wir trotzdem noch über Tasks. Conan ist auch so ein Zeichen. Ist nur ein Tasks. Ja. Das ist der dümmste Versprecher aller Zeiten, ey. Genau. Conan, warum killst du? Warum killst du mich? So, eine Runde geht doch noch. Weil ich's kann. Conan, das passiert, wenn man Deutsch reden will. Ja. Und Wissenschaftler klingt halt nicht so ähnlich zu Scientist. Aber Scientologe ist doch auch im Englischen falsch. Also Scientist ist doch trotzdem. Ich bin Scientologe. Ja, ich wollte eigentlich Scientist sagen. Und dann hat mein Gehirn so gesagt, warte mal, ich rede am besten Deutsch. Und dann war mein Gehirn so, ja, deutsche Übersetzung, Scientist, Scientologe, fertig. Sehr gut. Ja, Scientology, also ja. Also ganz ehrlich, Wissenschaftsmensch. Also das war schon ein bisschen sus. Komm, wie lange geht der Aufnahme schon? 1:05. Okay, komm, eine finale Runde. Ja, komm. Natürlich, klar, kein Ding. Eine Finalrunde für die Fans. Einer geht noch rein. Bitte mich nicht killen. Einmal. Danke. Bitte, ich bin der Imposter. Die Runde ist für Dani. So.
Dann bist du wieder ein Toaster und ist. Oh Gott. Okay. Damit rechnet keiner, weil Statistik. Keine Ahnung. Ist das dumm? Wirklich jetzt? Wirklich jetzt? Okay. Ganz ehrlich? Nein. Schlechte Idee. Schlechte Idee? Ganz schlechte Idee. Scheiße, jetzt ist der Rasierer da gerade runter. Ich habe mich gerade voll sass gemacht. Oh nee. Ich habe mich gerade richtig sass verhalten. Ich habe schon wieder Robcher als erstes gekillt. Das kommt mir gerade. Es war keine Absicht, Robcho. Tut mir leid, was du das jetzt hörst und die Aufnahme anschaust. Es war wirklich keine Absicht. Ich muss hier nur schnelle Kills machen. Und sobald ich jemanden sehe, muss ich killen. Das hat gerade, hat es einfach viel zu lange gedauert, alles. Ich muss töten, töten, töten. Geht gar nicht anders. Ist gerade zufällig jemand am Safe? Schade. Den nächsten, den ich einzeln sehe, muss ich direkt mitnehmen. Mist. Ich habe keine Geschichte. Wo war ich? Ich weiß es nicht. Hallo. Kleiner Wichser, warum tötest du mich? Spaß macht. Also, ich war mal wieder Wissenschaftler, also Scientologe, könnte man auch sagen. Ja. Und ich habe ziemlich zu Anfang der Runde gesehen, dass Robchu tot war. Also so ungefähr genau als der Kill-Cooldown abgelaufen war, war der tot. Und der lag an dem Burgerbraten. Okay. Ja. Moment. Also wer auch immer so ungefähr am Anfang der Runde so nach 15, 20 Sekunden zusammen war, ihr seid ja, ziemlich sicher hier. Wer waren die Creeps, die mir beim Duschen zugeguckt haben? Conan und noch ich. Rasierer war da mit dabei. Genau. Rasierer. Ja, wir sind ja dann eigentlich hier, weil wir waren ein bisschen später dazu. Das, ja. Es waren irgendwie alle bei den Duschen irgendwann. Also ich glaube, also da bin ich euch auch über den Weg gelaufen. Ich glaube, da war der schon tot. Okay. Also ich war die ganze Zeit ganz rechts. Was heißt, die haben dir beim Duschen zugeschaut? What the fuck? Na, direkt am Anfang. Ich war in der Dusche und ihr standet da halt so mit in dem Raum. Ja. Ne? Also das finde ich unangebracht. Also ich sag's mal so, ich war in Cargo Bay gespawnt, hab einmal den Müll gemacht, hab oben noch den Pümpel gemacht und ich glaube, nachdem ich den Pümpel gemacht habe, war der tot. Okay. Ja, also... Also ich glaube, Conan war jetzt nicht bei den Showers, ne? Den würde ich dann vielleicht... Doch, ich war mit bei den Showers. Warst du? Ja, aber, okay. Aber ganz am Anfang. Ich finde nicht, dass das was heißt, so grundsätzlich, aber ja, okay. Nee, das heißt nichts. Ja, aber... dann könnte es jeder sein, glaube ich. Also dann würde ich... Oder? War Benny da? Ja, Moment, wo war jetzt Reggie? Ich bin in Cargo Bay gespawnt, dann hatte ich da das Ding mit dem Code merken. Da bin ich direkt rüber gegangen, untenrum über Electrical, hab den eingegeben. Kann ich bestätigen. Also Reggie ist mir über den Weg gelaufen, glaube ich, zweimal. Und dann habe ich jetzt die scheiß Task bei Electrical mit den ganzen Schaden. Also wer auch immer es war, war auf jeden Fall links, weil der Kill war halt, wie gesagt, bei der Küche. Und ich war auch am Ende mit irgendwen zusammen. Aber ich weiß nicht mehr wen. Am Ende ist egal tatsächlich. Ja. Also wie gesagt, der Kill ist halt... Anfang. Genau, der Kill ist halt in-game schon... Der Kill ist in-game schon 40 Anfang war ich bei Sekunden her gewesen. Toiletten. Ja, also der Kill ist schon 40 Sekunden her gewesen oder so. Bin ich gemutet? Ja, okay. Ich dachte eigentlich, dass ich mich ziemlich sass verhalten habe, aber so sass war es dann wohl doch nicht. Okay, Reggie werde ich nicht killen. Der soll schön leiden hier mit den Buttons. Grüße gehen raus. Was für einen Task mache ich denn mal? Ich muss wirklich schnell killen. Ich muss einfach nur schnell killen. Ja, komm, wir machen ein bisschen Y-Wing. Okay.
gutes Y-Wing. Brauche ich auch nicht, dann habe ich jetzt die ID-Karte gemacht, so. Aber es ist so stressig, hier Leute zu finden. Und das Rumlaufen macht einen ja auch sass. So, das ist das Problem. Okay, das ist jetzt ganz schlecht. Das ist jetzt ganz schlecht. Ja, Conan. Es wird schwierig, ne? Sich da rauszureden. Also ich bin gerade ins Viewing-Deck gekommen und Conan hat da einfach rumgechillt und dann ist er da rausgegangen. Ich bin in Cargo Bay. Kann das jemand... Hast du da jemanden gesehen? Ist es ein Shapeshifter im Viewing-Deck gewesen? Also ich wollte mir gerade den Code in Cargo Bay anschauen. Du bist in Viewing Deck oder was? Ja, naja, es kann natürlich ein Shapeshifter sein. Das ist, ja, weil ich, wie gesagt, ich kam von Kitchen in Viewing Deck, da stand Conan rum. Conan, beschreib mal deinen Weg. Conan ist raus und ich bin dann runter und dann lag da die Leiche. Also, Conan, beschreib mal deinen Weg bitte. Ja, mein Weg ist im Prinzip Meeting. Ich weiß nicht, wo bin ich denn gespawnt? Ich glaube, gespawnt bin ich Kitchen. Ja doch, gespawnt bin ich Kitchen. Dann bin ich über Electrical Richtung Meeting Room. Da habe ich die ID-Karte hinten gemacht. Und jetzt bin ich zurück zu Cargo Bay. Du spawnst in Kitchen, gehst über Electrical zum Meeting Room. Warum gehst du so einen komischen Weg? Da muss ich aber Gap Room wieder. Ich weiß ja gar nicht, ob die Plattform da ist. Weil ich hatte einen Y-Wing. Wo war denn das Y-Wing? Ich hatte irgendeinen Y-Wing unterwegs noch. Ich stand auch zwischendurch an dem Raum mit der Plattform und hab dich da nirgends gesehen. Also in Electrical habe ich Conan auch nicht gesehen. Wann standest du da? Ich war definitiv in dem Gap Room. Also in der Mitte der Runde, also ich musste einmal... Ich nee, das war ja relativ zu Beginn, ich bin einmal ja von mit Kitchen... Benny, ich hab einmal mit Benny und Nico an der Leiter rumgespielt links. Ja, ich wollte gerade sagen, du bist irgendwie 3-4 Mal die Leiter hoch und runter. Ich hab gedacht, was machst du? Wer ist die Leiter hoch und runter? Ich wollte verhindern, dass mich keiner von euch killt. Lass mich. Das sind professionelle Strategien. So. Ja. Wer an der Leiter ist, kann nicht getötet werden. Ja, okay. Seems legit. Wenn man durch ist mit den Tasks, kann man das ja gerne machen. Nö, ich bin noch nicht mal ansatzweise durch. Ja, also ich habe ein starkes Gefühl, dass es Conan ist, weil... Ich auch, ich würde trotzdem erstmal skippen. Also ich habe Conan halt in der ganzen Runde nicht gesehen. Okay, Boy. Dein Skip. Weil es sah schon sehr so aus, als ob du da halt gekillt hast. Ja, schade, ich habe es versucht. Ja. Hätte ja klappen können, ne, aber... Hätte klappen können. Ich war halt in der Mitte der Runde wirklich die ganze Zeit... Ja, sorry, Rob, dass ich dich gleich zu Beginn wieder erwischt habe, aber du warst halt alleine. Schade. Ich musste sogar zweimal zur Plattform, weil die Plattform war einmal auf der falschen Seite, dann musste ich unten einmal rumgehen, dann kam ich von rechts nochmal und du warst halt wirklich nirgends. Ich war tatsächlich in Cargo Bay. Ich war tatsächlich auch oben und hab Fake-ID gemacht, so für mich einfach zum Rumlaufen. Was? Ja, ich war tatsächlich oben. Ah, doch, ja, stimmt, das kann sein. Aber du warst doch am Ende nicht in Cargo Bay. Doch, aber nee. Nee, am Ende war ich natürlich nicht in Cargo Bay, wir haben uns ja gesehen. Ja. Und ich dachte mir so, scheiße. Während ich um die Plattform rumlaufen musste, ist nämlich jemand von rechts nach links gefahren mit der Plattform. Stimmt, dann warst du das, okay. Weißt du, Conan, was ich mir jetzt auch gedacht habe, wenn das ein Shapeshifter gewesen wäre, dann hätte der wahrscheinlich nicht einen Task dort gefaked, sondern wäre einfach rausgelaufen. Ja, hätte, aber wäre, das, wenn... Naja, er hat keine Task gefaked, er war entsetzt, dass er dich gesehen hat. Ja, und dann hast wir du dich bedanken da uns bei allen. Und dann warst du halt schon, du warst schon so auf, okay, ich gehe nach rechts halt wieder raus und dachte so, oh Gott, ja, bitte lauf nach rechts raus und bist du doch nach links. Dann dachte ich mir so, Mist. Ja, ich wollte eigentlich auch nach rechts, aber dann habe ich so gedacht, jetzt gucke ich lieber nochmal, ob da nicht einer rumliegt. Ja, hast du gut gedacht. Weil, seid ihr auch Scientologen? Dann gebt doch dieses Video einen Daumen nach oben. Ja, gerne. Richtig. Und
Guck den neuen Top Gun Film, der ist sehr gut. Nein, der ist scheiße! Alles klar. Gut, das ja, dann schließen wir den Part hier ab. Wir schließen den Part hier ab. Danke an alle das Zuschauer. Das waren interessante Runden. Ich war zweimal hintereinander im Poster am Schluss. Ja. Danke vor allem auch gut. An L. Ron Hobart. Ich war einmal Poster. Und ja. Was ich mir aus dieser Session entnehme, ist, ich habe viel zu oft recht, ich spiele viel zu gut, nächstes Mal spiele ich ganz schlecht, okay? Alles klar. Ja, wann auch immer das nächste Mal sein wird. Aber ja. Danke an die Fans, danke an den Zuschauer, danke an die Likes. Genau. Ja. Tschüss. 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 Oh.